Servus Leute und herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Ja, im Hintergrund hört man ein KA15. Ich bin gerade bei dem Pferdestall noch sauber zu machen. Wir haben jetzt Mittwochabend, kurz nach 6. Ja, Futter habe ich gerade aussortiert. Stressiger Abend, Zeit fürs Abendessen bleibt jetzt gleich. Geht nicht. Erst einmal Stall, Viecher. Zum Leo muss ich da noch. Der kränkelt schon wieder ein bisschen. Schauen wir mal. Hühner und Schweine wollen noch versorgt werden und dann, ja, wenn das Wetter noch hält, vielleicht noch ein paar Disteln rausmachen, mal gucken. Oder noch ein wenig was von dem Reisezeug zusammen machen, was hier rumliegt, damit ich endlich meinen Zaun aufgestellt kriege. Jetzt verfahren wir erst einmal den Mist und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß.
So, bei den Pferden hinten bin ich jetzt soweit durch. Jetzt läuft noch die große Badewanne mit Wasser voll. Das wird noch einen kleinen Moment dauern. Ja, mit meinem kaputten Schlauchwagen wird Zeit für neun. Jetzt fällt er doch auseinander. Der hat jetzt bestimmt 20 Jahre durchgehalten. Jetzt ist er durchgeruckt. Der Dienst hier hinten, der hat ihn quasi gar gefordert. Ja, müssen wir neun organisieren. Hier läuft auf alle Fälle das Wasser rein. Ja, und wenn wir jetzt gerade hier stehen, beim letzten Vlog, da habe ich ja was gekocht gehabt. Und unter dem Video, da kam ein Kommentar. Da ging es quasi darum, ich zeige hier mit Finger auf andere Leute und würde selber natürlich auch im Supermarkt einkaufen. So, das möchte ich natürlich nicht einfach so stehen lassen. Bin ich auch nicht böse oder was drum, auf keinen Fall. Lasse ich auch nicht unkommentiert. Hier mein Kommentar und meine Stellungnahme dazu. Zu dem Video, was ich im Dutch-Ofen gekocht habe. Das Fleisch war von einem Metzger. Habe ich aus dem Ort, oder besser gesagt, ja, was heißt aus dem Ort, Verkosen da finden, da ist ein Metzger. Da habe ich mir das Fleisch geholt gehabt. Weil es da ja hieß, es ist ja eingepackt und es ist bestimmt vom Supermarkt. Nein, das habe ich mir extra einschweißen lassen. Das habe ich, wie gesagt, von einem Metzger aus Kosendorf geholt. Zu der Milch. Da hat es geheißen, ja, ich hätte ja die Supermarktmilch im Kühlschrank drin. Natürlich, ich habe auch Tetrapackmilch im Kühlschrank. Das gebe ich auch zu. Will ich auch gar nicht leugnen. Ich hole so oft wie möglich Milch bei meinem Bekannten auf dem Betrieb. Der ist in Dörfles hinten. Hol mir da eine wirklich frische Rohmilch. Die trinke ich auch sehr, sehr gerne. Und für meinen Dutch Oven habe ich die auch verwendet, weil ich da eine mitgebracht habe. Die Tetrapack-Milch oder diese ja Supermarktmilch, wie man es nennen möchte, die habe ich daheim, weil in meiner Familie alle anderen keine Rohmilch mögen, nicht vertragen. Warum auch immer, der Vater, der hat sie früher als Kind viel getrunken, verträgt Milch überhaupt nicht mehr. Ist aber keine Laktoseintoleranz, sondern er kriegt einfach dann, ihm ist nicht gut, wenn er sie getrunken hat, die ganz frische. Früher hat er immer im Kaffee da noch ein bisschen Milch drin gehabt, mag er auch nicht mehr. Ich, wie gesagt, mag die Rohmilch sehr, sehr gern. Für die restliche Familie, wenn es dann doch einmal an Latte Macchiato oder irgend sowas gibt, die wollen halt dann nicht die Rohmilch drin haben, sondern die wollen die Tetrapackmilch. Deswegen habe ich die und, ganz ehrlich zugegeben, gerade jetzt in die Sommermonate, mit der Lagerung von der Milch ist eh immer so ein wenig eine Sache. Ich habe immer ein bisschen Tetrapack-Milch daheim, weil ich komme nicht jeden Tag in der Woche dazu, zu meinem Bekannten zu fahren. Das sind doch knapp 10 Kilometer, wo ich da fahre. Und ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit nach der Arbeit, wenn ich dann meinen Stall gemacht habe, dann abends noch dann runter zu eiern und Milch zu holen. Und wenn halt meine gerade beim Frühstück leer wird, ich brauche halt dann auch irgendwas, was ich drauf tue. Und deswegen habe ich dann diese eingepackte Milch da. Bin ich jetzt deswegen schlecht? Ja, mag der ein oder andere sagen, weil ich dann jetzt keine frische Milch habe. Oder ich könnte dann meinen Arsch bewegen und könnte eine holen. Selbstverständlich könnte ich. Gebe ich zu, ist teilweise auch Bequemlichkeit. Ich habe oft Rohmilch, manchmal halt nicht. Und ja, manchmal ist es auch so, ich komme runter und er hat halt einfach nichts im Milchtank drin. Wenn ich zum falschen Zeitpunkt komme, wenn ich jetzt meinetwegen nach der Arbeit aufhöre und die haben früh wohl das Milchauto da und die sind beim Melken erst um 7 oder 8, weil es halt einfach ein wenig später wird, dann ist da einfach um 4 oder halb 5 noch nichts da und dann nutzt mir nichts, wenn ich runterfahre. Und 5 mal hin und her eiern, ich meine, ist auch nicht wirklich wirtschaftlich dann, muss man ganz ehrlich zugeben. Was ich vielleicht nur dazu sagen kann, wenn ich die Tetrapack-Milch habe, die kommt immerhin hier aus der Region, die kommt von Schesslitz, ist zumindest regionale Milch, ist halt nun mal so. Ja, auf jeden Fall dazu. Und was das Obst und Gemüse angeht, weil ich da auch beredet worden bin, würde ich auch alles im Supermarkt kaufen. Nein, selbstverständlich nicht. Kartoffeln habe ich von mir selber, wobei im Moment natürlich auch keine, weil die im Feld müssen erst wachsen, da habe ich jetzt aktuell noch nichts, also muss ich logischerweise jetzt auch Kartoffeln zukaufen, hilft nichts. Paprika und Tomaten habe ich aus dem Garten, haben wir im Gewächshaus. Und ja, Gurken hatte ich noch keine, die habe ich von meinem Futterzeug mit entnommen und habe davon was
beziehungsweise Gurken, ja, die waren für den Salat. Zwiebeln war nicht. Zwiebeln waren es die, wo ich in den Topf mit rein habe. Die habe ich noch von meinem Futterzeug entnommen. Und? Was ist da dran verwerflich? Immerhin, das wäre eigentlich in den Müll geflogen, beziehungsweise es hätten die Viecher gekriegt und ich konnte noch was damit anfangen. Also ist das meiner Meinung nach immer noch wirtschaftlich. Auf alle Fälle so viel dazu. Wie gesagt, ich will hier nicht einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, ja, ihr macht alles verkehrt und kauft völligst regional und ich bin derjenige, der es nicht macht. Klar, ich kaufe auch nicht alles regional. Es ist teilweise so, man hat halt immer was, was man dann doch im Supermarkt mitnimmt, weil es einfach einfacher ist. Es stimmt schon, es ist schon richtig und ich verstehe da auch den Standpunkt natürlich, weil wenn man im Supermarkt ist und kauft da Ei, es ist natürlich einfacher, wenn man die Tetra-Pack mitnimmt, als dass man dann beim Bekannten vielleicht noch die Milch holt. Ups. Aber wie gesagt, ich hole ja die Milch deswegen trotzdem und habe trotzdem regelmäßig meine Frischmilch. Fleischzeug holt mir so weit wie möglich natürlich beim Metzger. Es kommt natürlich auch vor, wir sind eine große Familie, wir haben jetzt nicht den riesen Verdienst. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Es kommt auch mal vor, wenn irgendwas im Angebot ist, dann kauft man auch irgendwas reduziertes, günstiges. Ist so. Klar ärgert man sich dann wieder und denkt sich, ja, eigentlich das Fleisch. Ja, wenn halt dieses da fehlt, ich meine, von gar nichts leben kann ich auch nicht. Ich meine, ich kann nicht rausgehen und kann dann das Gras vor die Wiesen fressen. Davon war ich auch nicht satt. Und dann ist es halt nur mal so, dann hat man halt auch mal einen Tag, da hat man dann wirklich was vom Supermarkt gehabt. So viel auf alle Fälle dazu. Wie gesagt, ich will hier nicht einfach anfangen, aber es ging damals drum, wo ich das erwähnt habe, kauft regional, dass eben viele Leute wünschen, sie wollen vom Landwirt direkt haben. Und kaufen aber dann trotzdem im Supermarkt. Deswegen habe ich das gesagt. Ich meine, ich sage auch, ich möchte am liebsten von den Landwirten haben. Und versuche auch natürlich direkt zu kriegen. Aber wir haben halt hier auch nicht die große Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, Putenfleisch fahre ich jetzt dann einmal schnell auf Weit Lorm auf und hol mir da was. Und Rindfleisch fahre ich dann einmal schnell vielleicht noch Eggerath. Und Schweinefleisch habe ich ja selber. Und ich muss auch gucken, wo ich was herkriege und wie gesagt, dann versuche ich es halt über den Metzger. Und manchmal hat man halt doch was günstigeres, auf jeden Fall so viel dazu. So Leute, und jetzt ist es mittlerweile Donnerstagabend. Ja, und ich stehe mitten in meinem Weizenbestand. Jetzt fragt sich der ein oder andere, die Sonne blecht vom Himmel, der steht mitten im Weizen, sappt alles zusammen, ist der blöd? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja im letzten Video gesagt, ich habe massiv die Distel hin. Und ja, ich bin gerade ein bisschen bei der mechanischen Unkrautbekämpfung, weil Spritzen gegen die Distel, habe ich gelernt, ist nicht so toll. Es funktioniert nach mehrmaliger Anwendung, ist aber nicht so toll. Wie gesagt, vom Spritzen selber bin ich ja nicht so überzeugt. Heißt nicht, dass ich schlecht finde, aber ich auf meine Fläche will ich es nicht, weil wir es 20 Jahre nicht gemacht haben und das möchte ich eigentlich beibehalten. Ja, und deswegen stehe ich mit meinem Unkrautstecher hier. Das ist das gute Stück. Sein Ampferstecher. Ja. Und der hilft mir jetzt hier gerade, Disteln zu stechen. Da liegt ein ganzer Berg, den ich schon raus habe. Der muss dann weiter vor. Liegt jetzt an einer Stelle, wo sowieso schon alles ziemlich zusammengetrampelt war. Tja, ich habe natürlich Schäden im Feld drin, das ist ganz klar. Die lassen sich nicht vermeiden, das sieht man hier. Der Laufweg, wo ich reingelaufen bin, ist zu sehen. Und hier, wo ich stehe, ist natürlich auch alles platt. Aber warum stehe ich jetzt trotzdem drin? Bin ich jetzt so brunstblöd, dass ich meinen Bestand jetzt dann lieber Platz habe, als dass die Distel dann einfach wächst? Klar, die Distel ist natürlich top für Insekten. Ich habe hier unten teilweise Bienen, Blattläuse und drin. Nee, Mücken sind es, keine Blattläuse. Ja, das sind Mücken. Kleine Mücken und alles dahin. Hier ist Sutz und Schwirz natürlich. Und wo denn mal die ersten Blüten hochkommen, da hängen dann auch Hummeln und dergleichen dran. Will ich gar nicht bestreiten, das ist natürlich richtig. Aber die Distel ist ein Problem, Unkraut. Wenn die hochkommt, dann sieht man ja jetzt hier, die macht sich breit. Es wächst zwar noch Weizen dazwischen, sieht man hier dann ein bisschen oder da noch ein bisschen. Ach guck, da ist noch ein bisschen Gerste. Ja,
wächst überall da dazwischen. Warum macht man sie dann trotzdem weg? Ja, wie man sieht, die breitet sich natürlich massiv aus und wo die Distel selber steht, da ist kein Weizen mehr. Oder nur noch ganz, ganz geringe Mengen. Die Disteln werden sehr hoch, wenn man hier so drüber blickt. Also bis zu 1,50 Meter schafft die Ackerkratzdistel locker, gar kein Problem. Und ja, die Höhe haben die ziemlich. Und bei der Höhe kann man sich natürlich vorstellen, was der Weizen dann macht. Es kommt schlechter Licht dran. Das Wasser wird vor allem von denen Disteln da mit aufgesaugt und der Weizen irgendwann macht er halt dann die Grätsche, dann ist er futsch. So, jetzt habe ich hier drin rum, walz alles platt, dann ist der Weizen trotzdem futsch, sagt er. Weiteres Problem von der Distel ist, das ist ein Korbblüter. Und hier oben dran sieht man schon die Blütenknospen. Die Distel hat die Angewohnheit, wenn die blüht, dann ist die ähnlich wie eine Pusteblume und bildet so kleine leichte Fäden später. Und die fliegen aus. Und spätestens beim Dreschen, das ist immer so die Zeit, fliegen die Dinger dann überall. Und wo die runterkommen, kannst du danach gehen, hast im nächsten Jahr auch Disteln. Das ist nämlich das große Problem hier unten. Wenn man sich das Feld anguckt, ich habe da unten ein Distelnest, dort ein Distelnest. Ganz da hinten sind ein paar Disteln, da stehen aber einzelne. Da ist eine große Fläche mit Disteln, da oben. Da guckt eine einzelne hoch und natürlich das Riesending da. Und ja, das Ding, wo ich jetzt drin stehe. Und das ist scheiße. Das ist einfach scheiße, das ist überhaupt nicht toll. Die müssen raus, hilft alles nichts. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal den Anfang, bevor die Dinge ausfliegen. Und wenn es dann wirklich zu knapp wird mit dem Blühen und mit dem Ausfliegen, dann hilft bloß noch eins. Dann kann ich eine Zwickschere nehmen, schneide oben die ganzen Blütenknospen weg. Dann kann das nicht mehr ausfliegen. Das muss natürlich dann richtig entsorgt werden. Das kann ich nicht auf den Misthaufen hauen, das Zeug, weil dann habe ich sie wieder drin. Das verrottet nicht. Muss ich gucken, dass ich es dann komplett entferne, den Blütenkelch. Dann ist es zwar zum Dreschen als Grünmasse drin, was natürlich auch nicht so toll ist, aber ich habe zumindest keine weitere Vermehrung. Die ist größtenteils dann eingedämmt. Was ich dann natürlich nach dem Dreschen machen müsste, die restlichen Pflanzen trotzdem ausstechen irgendwie oder bekämpfen, sonst wird das nicht weniger. Ja, ich tue jetzt mal den Haufen raus, dann wird es bei uns Abendessen geben. Da muss ich noch zu den Viechern und dann schauen wir mal weiter. Ja, vielleicht machen wir da noch ein paar, aber so viel erst einmal. Ja, und damit wäre es dann schon wieder mittlerweile 9:45. Puh, ja, wir haben vorhin noch Abend gegessen. Und ein paar Disteln habe ich dann eigentlich noch rausmachen wollen. Das hat sich aber zerschlagen. Wir waren dann ein wenig länger gesessen beim Abendessen, weil es eher ein wenig später geworden ist. Ja, wollte ich euch eigentlich zeigen, wie es mit dem Ampferstecher geht. Ich habe auf alle Fälle jetzt die Mulde, ich habe das ganze lose Zeug, was liegen gehabt habe, das habe ich jetzt in die Mulde rein. Die Mulde ist jetzt bis oben hin voll. Und die Disteln, die kommen dann auf alle Fälle auf den Kipper und auf die Kompostierung, die müssen weg. Die dürfen nicht auf dem Hof bleiben, nicht auf dem Mist. Sonst habe ich sie natürlich im nächsten Jahr wieder und verbreite meinen Mist natürlich noch weiter. Tja, was ich jetzt machen werde, auf alle Fälle jeden Abend dann noch ein paar rausmachen, soweit wie es geht. Und wenn sie denn einmal das Blühen anfangen, um sie einzudämmen, dass sie nicht noch weiter sich verbreiten, dann kann ich noch mit einer Gartenschere runter, wie gesagt, die Blüten oben dann komplett wegzwicken. Dann dämme ich sie ein, soweit wie es geht. Schneide sie raus. Und ja, nach dem Dreschen dann muss ich halt gucken, dass ich dann die restlichen Pflanzen, die unten drin stehen, ausgestochen kriege, soweit wie es geht. Und nächstes Jahr muss ich ein bisschen früher ran. Ich habe es heuer ein bisschen versemmelt. Ich bin heuer mit allem irgendwie ein wenig später dran, gebe ich ganz ehrlich zu. Der Umzugsstress, der hat doch irgendwie ziemlich geschlaucht. Hat alles länger gedauert wie geplant und ich bin immer noch nicht ganz fertig in dem Sinne. Also die Wohnung ist jetzt soweit fertig. Ist halt jetzt noch das Kleinteilezeug umräumen, ausräumen, hin und her räumen, was man so hat. Ja, aber dadurch ist alles irgendwie später geworden und ja, mal gucken.
Wäre mir auch lieber, wenn ich ein wenig mehr geschafft hätte, aber tja, die Distel muss auf alle Fälle bekämpft werden. Chemisch, wie gesagt, ist nicht mein Ziel. Es gibt Mittel dagegen, aber die Wirksamkeit ist eher schlecht bei den Disteln. Im letzten Vlog ist mir dann auch vorgeschlagen worden, ein Striegel eventuell, ob der nicht was wäre. Also die Überlegung ist auf alle Fälle da. Ein Striegel, ein Hackstriegel wird gegen die Distel nicht viel helfen, weil die einfach so tief wurzelt. Du störst zwar die Triebe oben dran, aber du kriegst sie damit schlecht ganz kaputt. Du kannst sie damit natürlich ein bisschen ärgern und ein wenig eindämmen, das auf jeden Fall. Das Hauptding wird aber definitiv sein, ausstechen, soweit wie es geht. Und ich meine, ganz distelfrei werde ich das Feld wahrscheinlich nie mehr haben, aber soweit wie möglich zumindest bekämpfen. Ein Striegel wäre auf alle Fälle natürlich noch eine Anschaffung, was ich schon mal überlegt habe. Das wäre auf alle Fälle was, was ich mir noch so irgendwann nochmal anschaffen würden täte. Problem ist halt, die modernen Striegel, wo du hast, tja, ich sag mal so, die, wenn du eine Arbeitsbreite haben willst, sagen wir mal, du arbeitest mit 6 Meter, da bist du locker bei 5000 Euro. Du kriegst sie manchmal auch ein wenig günstiger, dann sind sie aber von der Qualität wieder eher schlecht. Es ist halt eine Anschaffung, das ist ein Haufen Geld. Und mit der Anschaffung alleine habe ich das Unkraut noch nicht bekämpft. Ich muss dann einige Überfahrten rechnen, um Unkraut zu bekämpfen. Das ist natürlich auch wieder Geld, was dann reinfließt. Ja, und ob es so wirklich funktioniert, weiß ich wie gesagt noch nicht. Ich müsste auch mal gucken, vielleicht kriege ich da auch mal irgendwie eine Vorführmaschine oder was zum Probieren. Wäre auf alle Fälle eine Option, einen alten Ackerstriegel, wie man ihn früher halt hatte, so ein Netzstriegel war das mehr oder minder, haben wir leider nicht mehr. Der ist irgendwann einmal verschrottet worden. Es war so ein festes Gestell außenrum, Klappgestell, und dann war unten so ein, ja, wie ein Netz quasi, ein Striegel dran. Der hatte lauter so lange Dornen unten, feine, lange Dornen. Ackerstriegel, Netzstriegel, wie du es nennen willst, den hatten wir früher zur Unkrautbekämpfung, der ist dann irgendwann einmal entsorgt worden, weil er nicht mehr genutzt wurde. Ja, jetzt im Nachhinein beiß ich mir in den Hintern, wäre natürlich ein Top-Ding. Wäre optimal jetzt zum Arbeiten, könntest natürlich auch super dein Saatbeet dann bereinigen, damit ziehst den ganzen Dreck an den Feld ran und kannst ihn dann aufsammeln. Ja, haben wir nicht mehr. Jetzt wäre wie gesagt die Überlegung, dass man vielleicht dann wirklich einmal einen Hackstriegel oder was anschafft. Ist wie gesagt da wieder eine Kostenfrage und muss ich mal gucken. Aber es wäre vielleicht für die Zukunft noch so eine Option. Was gegen die Distel natürlich auch helfen würde, keine Kreiselecke mehr einsetzen. Die Kreiselecke, also rotierende Geräte, fördern die Ausbreitung, ist ganz klar. Du zerhackst quasi die Wurzeln da damit und ja, je mehr Wurzelteile, desto mehr Disteln können wachsen, weil Wurzeln, die im Boden verbleiben, die vermehren sich wieder, wie nennt sich das, Rhizombildung oder so ähnlich. Auf jeden Fall, das ist auch keine Lösung, vielleicht dann wirklich einmal mit der Kreiselecke erst einmal aussetzen und lieber mit dem Kultivator drüber, damit reißt man sie dann doch mehr aus und die trocknet vielleicht am Boden ein wenig besser ab, als dass man sie immer klein hackt. Mal schauen. Früher war es wie gesagt nicht so schlimm, das ist jetzt die letzten Jahre immer mehr geworden. Ja, letztes Jahr hatte ich ja den Feldbrand unten dort, da ist die Stilllegung abgebrannt. Haben wir eigentlich gedacht, okay, vielleicht ist nicht so schlimm, aber ja, die Pflanzen waren halt noch da und das hat die wenig gestört. Also selbst wenn du eine Distelpflanze abfackelst, da war ja wirklich gar nichts mehr, das war ja Brachland. Selbst wenn du die Distel abfackelst, die kommt wieder. Die ist hartnäckig, die kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Die hat, wie gesagt, ihre Wurzeln im Boden drin, die ziehen, weil sie relativ lang sind, sind Pfahlwurzler, die ziehen ihre Feuchtigkeit aus dem Boden raus und können immer wieder hochwachsen. Also das ist wirklich ein richtig ekelhaftes Unkraut. Mal schauen, irgendwie werden wir sie schon loswerden. Also bislang hat es immer geklappt und ja, ich steche jetzt einfach die Zeit noch ein bisschen aus und dann schneide ich sie oben weg und dann nachher dreschen. Wenn es dann einmal soweit ist, dann versuche ich sie noch mechanisch rauszumachen. Ich meine, jetzt im Moment ist natürlich das Problem, die sind halt recht hoch. Du gehst mit einem Ampferstecher rein, stichst sie aus und so wie du sie ausstichst, fällt die Pflanze auf dich zu und es ist halt immer so Gesichtshöhe und ja, wer schon mal an der Distel rangelangt hat, es piekt doch gewaltig und es tut auch ein bisschen weh. Es gibt jetzt zwar gerade nicht wie bei Brennnesseln so Pusteln, aber es juckt halt. Ich meine, der Name Kratzdistel, irgendwo muss er ja herkommen, ne?
Und schön ist das natürlich nicht, wenn dir einen dann zampiekt. Das ist an die Hände unangenehm. Wie gesagt, dieser kurze Pieks und dann hört es wieder auf, aber es nervt halt. Ja, dicke Handschuhe sind auf jeden Fall das Nonplusultra da. Und ich meine, wenn sie dann nochmal abgeschnitten sind und dann abgedroschen, dann habe ich unten nur noch die Höhe vielleicht vor den Pflanzen und die Last. Warte. Die lässt sich dann natürlich leichter ausstechen als das lange Ding. Aber so mache ich auf jeden Fall weiter irgendwie über das. Gut. Tja. Wie schaut es eigentlich aus? Zweck Striegel, weil mir es jetzt gerade so einfällt. Hat irgendjemand von euch Erfahrungen mit Striegeln? Hat jemand da eine gute Idee, was da eventuell was Brauchbares wäre? Oder arbeitet jemand vielleicht noch mit so einem alten Netzstriegel? Funktioniert das bei euch? Wäre auch mal interessant, wenn das in die Kommentare unten drunter kommt. Wie gesagt, ich habe zwar einen Sachkundenachweis Pflanzenschutz gemacht, ich bin aber ehrlich gesagt selber nicht davon überzeugt, das einzusetzen bei mir. Man könnte es, aber ihr kennt meinen Standpunkt. Ich habe das also ich selber sowieso seit Jahren nicht gemacht und erfahre mindestens seit 20 Jahren nicht mehr. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, nee, ich will es vermeiden, will ich nicht. Solange wie es geht ohne Spritzen und ja, Striegel, vielleicht wäre das ja wirklich eine Möglichkeit. Wie sind eure Erfahrungen? Sagt doch mal da dazu was. Und dann würde ich mich auf jeden Fall über eure Antworten, über eure Kommentare freuen. Jo, und damit wären wir dann jetzt auch am Ende vom Video. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, es wäre so wenig passiert. Ganz schlimm. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche am Dienstag wieder. Ha, nächste Woche ist eine kurze Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten. Donnerstag, Feiertag. Freitag habe ich Überstundenabbau. Yes. Geil. Ja, schauen wir mal, ob ich jetzt dann vielleicht am Wochenende endlich mal dazukomme, dass ich meinen Zaun vielleicht noch aufgestellt kriege. Also fest geplant ist es. Es muss jetzt gemacht werden. Aber heute hat sich's halt wirklich top angeboten mit der Distel. Ich meine, ich muss das immer so legen, wie es halt gerade ist. Es hat jetzt gestern geregnet gehabt. Wir hatten 5 Liter Niederschlag. Der Boden war vom Tag vorher dann noch einmal vorgeweicht. Das waren auch noch mal 3 Liter. Und die Oberfläche war einfach so ein bisschen feucht noch und ist auch ein bisschen in den Boden eingezogen. Es war kleiner Regen. Deswegen habe ich jetzt dann entschieden, ich mache erst einmal Unkraut. Und ja. Ich denke mal bis zur nächsten Woche, da werden wir schon am Zaun dann endlich einmal was schaffen. Die Zaunpfähle sind ja endlich fertig. Ich müsste sie ja bloß noch reindrücken und ja, wird alles. Kommt Zeit, kommt Rat oder so ähnlich. Ne? Wie gesagt, wir machen jetzt da keinen Stress. Das hat sowieso keinen Sinn. Stress hat man sowieso genug im Leben und wir wollen ja leben und wollen es genießen und uns nicht kaputt machen. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Servus.